Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Let's Play auf unserem Kanal. Mein Name ist Lockenlolly und wir spielen heute To the Moon, ein Indie-Game, das wir beim Steam Summer Sale, habe ich das erworben für sehr, sehr wenig Geld. Hat mich angesprochen. Ja, das ist jetzt mein neues LP und wir starten direkt mal. Ich habe schon mal kurz angefangen. Also die Musik finde ich schon mal mega schön. Gao und Laura Shigahara, Gabriela Alprile, Alisa Christopher, Fansetia Putra. Wir starten jetzt hier in einem größeren Haus, also eigentlich ein ziemlich großen Haus. Den Anfang habe ich, wie gesagt, schon kurz getestet, um zu sehen, ob das auch wirklich was für mich ist. Kann ich hier schon was drücken? Nee, kann Gao. Der oder die, weiß man bei den Asiaten, ich glaube schon nicht in der. Hat ziemlich viel hier gemacht. Ein Spiel. Was war das? Ein Unfall? Oh nein. Ein schwarzer Van. Obwohl, ist es ein Van? Kann man das so sagen? Weiß ich gar nicht. Ein Professor und eine Professorin. Dr. Rosalena. Wo bist du mit deinem Gedanken, Neil? Entschuldige vielmals, dass ich heldenhaft versucht habe, dem plötzlich auftauchenden Eichhörnchen auszuweichen. Da liegt das Eichhörnchen tot. Du hast es trotzdem überfahren. Oh. Du hast es überfahren und bist gegen den Baum geknallt. Naja, nicht so schlimm. Der Wagen gehört der Agentur. Machst du Witze? Der Chef wird uns umbringen. Wir sagen einfach, ich hätte einen Hundewelpen gerettet. Er mag doch kleine Hunde, oder? Er ist eher ein Katzentyp. Boah, was ein Dialog. Richtig geil. Warum muss immer alles so kompliziert sein? Oh ja. Na gut, wir haben seinen Lieblingsfellknäuel gerettet. So Krise abgewendet. Bam. Ja, ja, alles im Bericht schreiben. Ausrüstung aus dem Wagen holen und losgehen. Tja, dann machen wir das mal. Das ist jetzt, kann man gehen? Ja, man kann durchaus Ausrüstung erhalten. Habt was Mist. Lass uns loslegen. Mhm. Ah, da sind die beiden jetzt. Patient offline. Okay. Ah, eine Beschreibung zu den Sachen. Laden, speichern. Aber das brauchen wir jetzt erstmal nicht, oder? Da mal gucken. Eine brandheiße Karre. Ja, die jetzt kaputt ist. Clever. Dann gehen wir mal. Da müsste das Haus gewesen sein. Hey, warte mal. Was ist denn mit dem Auto? Ich wollte nur sicher gehen, dass du es nicht vergisst. Oh. Wie du immer an mich denkst, blablabla. So. Ein kleiner Vogel, kann ich das machen? Nee. Mhm. Hier geht's weiter. Also atmosphärisch klingt ja schon mal sehr schön mit der Musik. Oh, da versperren wir uns was den Weg. Überlegen. Wer hat da einen Felsbrocken hingelegt? Vielleicht ist das ja ihr Sicherheitssystem. Boah, das ist ziemlich clever. Zur Gurke nochmal. Unsere Zeit ist zu kostbar für solche Quatsch. Versuchen wir uns aus dem Weg zu rollen. Ihn. Ein Ast zum Hebel benutzen. Moment mal. Oder wir machen einfach Feierabend und gehen diesem Ding hier die Schuld. Ja, was machen wir? Ein Ast finden. Natürlich. Und da ist er auch schon. War ja schwer. Zack. Also, anscheinend ist das hier mit vielen Entscheidungen verknüpft, was man machen muss und so. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Okay, hoffentlich funktioniert das. Wird es klappen? Ja, wir haben den Stein mit dem Ast zerbröckelt. Oh ja. Hast du auch gesehen. Mhm. Sowas wie ein Ball. Na gut, egal, wir müssen jetzt wirklich weiter. Habe ich jetzt irgendwie nicht gesehen, aber gut. Da geht's weiter. Oh, was war das denn? Noch ein Eichhörnchen. Mhm. Kann man hier lang? Ja. Nee, nur begrenzt. Ah, so ein Garten mit einem kleinen Teich oder eher gesagt einem großen und einer Bank. Voll geil. Wo das ein bisschen düsteren Flair hat. Ne, da geht's glaube ich nicht hin. Da geht's rein. Zack, Tür öffnen. Hallo? Ist da wer?
wer wir jetzt genau sind, außer so Professoren oder Doktoren oder keine Ahnung, Ärzte, weiß ich nicht genau. Oh, die Kinder, die haben gespielt, stimmt. Mom, sie sind da. Oh ja, das sind wir. Und Mom steht am Fenster und kommt jetzt runter. Und wir sind immer noch vor der Tür. Kein schlechter Ort, um in Rente zu gehen, was? Sieht schon ziemlich schön aus, nur ein bisschen düster irgendwie. Da geht noch was. Nachtschichten, liebst du oder hast du die? Du kennst die Antwort, du verdammte Nachteule. Ja, Nacht durchmachen, ist mir klar. Lass uns doch bitte reingehen und ich bezweifle, dass die Kaffee haben. Halt den Mund. Oh, die scheint hier die Hosen anzuhaben. Das ist ein kleiner Nörgler. Was Meeresrauschen wird unsere Ohren sanft umspielen. Davon werde ich bei deinen Gequatsche ohnehin nichts mitbekommen. Das. Und es geht auf. Vergiss nicht unsere Ausrüstung, Idiot. Ah, wie die immer beleidigt hier, hat die Frau die Hosen an. Ja, nimm das jetzt und bring's rein. Oh, richtig gut, rückwärts so. Macht er gut. Und jetzt ist er drin. Erster Akt. Ich habe es noch nie jemandem erzählt, aber ich habe immer gedacht, dass die Leuchttürme sind. Dass sie Leuchttürme sind. Dr. Watts und Dr. Rosalene, nehme ich an. Ja, nehmen Sie richtig an. Wir spielen also hier zwei Doktoren. Bis jetzt zumindest. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändert. Danke, dass Sie so kurzfristig hergekommen sind. Boah, die Musik ist echt schön. Oh nein, ich bin nur die Pflegerin. Manche Sachen überspringe ich kurz, aber ein paar Sachen lese ich vor. Und das sind meine Kinder, Sarah und Tommy. Die beiden Kinder, die Rabauken. Ich habe hier nicht gerade einen 8-Stunden-Job, deshalb erlaubt uns Johnny hier zu wohnen. Ich nehme an, dieser Johnny ist unser Mann. Johnny. Hören Sie, wenn wir es hier mit einem Kind zu tun haben, dann sind wir nicht die Richtigen für Sie. Wieso sollte Johnny denn jetzt nur wegen dem Y Kindernamen oder was? Nein, nein, nein. Er möchte nur lieber so genannt werden. Okay. So. Er ist oben. Sein Arzt ist gerade bei ihm. Ah, wie? Sind wir jetzt keine Ärzte oder was? Oder sind wir nur so Helfer? Ah, noch sind ein paar Fragen offen hier. Also dann schnappt ihr den Koffer und los geht's. Ja, aber mein Rücken eines Tages schlapp macht, verklage ich dich auf Schadenersatz. Mach das doch. Ausrüstung erhalten. Okay, ab nach oben, bevor ich dieses Ding noch fallen lasse. Aufnahmetechnisch gab es hier ein paar Probleme. Fraps erkennt das nicht. Also habe ich es probiert, mit anderen Programmen aufzunehmen. Ich hoffe, dass das jetzt gut ist. Okay, sie sind weg. Wer zuerst da ist, darf die Melodie spielen. Musik, immer schön. Wenn Musik gespielt wird, so oder irgendwelche wichtigen Szenen sind oder so. Ja, weiß nicht, einblenden oder halt so spezielle Sachen, da sage ich dann mal kurz nichts. Also nicht wundern. Gar nicht wahr. Egal, du hast die beiden langweiligen Noten. Für ihr Alter sind diese Kinder ziemlich gut. Das stimmt natürlich. Hey du, bist du diejenige, die hier ständig erzählt, dass wir keine Zeit zu verlieren haben? Wobei ich rein zufällig derjenige bin, der das Gewicht eines kleinen Meteoriten durch die Gegend stemmen darf. Boah, der quengelt aber ganz schön, ne? Ja, komm schon. Bla bla. Oh, dem geht's wohl nicht gut, deshalb ist wahrscheinlich auch der Arzt da. Reden wir mal mit dem Arzt. Er ist nicht mehr ansprechbar, aber wie es aussieht, tut er sein Bestes, um bei uns zu bleiben. Sie ist eine Frau, oder? Weiblich, männlich? Kann man schwer sagen. Ich würde mich beeilen. Ja, beeilen Sie sich jetzt mal. Ja, komm, red doch nochmal mit der. Lilly, wollen Sie aufbauen? Ne, komm, bauen wir mal auf. Ja, dauert noch einen Augenblick. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Maschine kann, weil an dem Punkt habe ich aufgehört zu spielen. Ich wollte halt nur kurz testen. Der kann Gau. Oder die kann Gau. Die hat das hier alles ziemlich organisiert.
Sicher, dass ohne normale Steckdose für ihre Zwecke ausreicht. Oh mein Gott, ohne Steckdose, keine Sorge, wir sind die Fachleute auf diesem Gebiet. Was für ein Gebiet, erzählt es mir. Oh Mist. Rein Routine, ich teste nur, ob ihr aufpasst. Oh ja, das ganz bestimmt. Okay. Da geht irgendwas auf, es ist abgespaced. Wie macht er sich? Nicht so gut. Wenn Sie mich fragen, er hat noch ein oder zwei Tage. Oh mein Gott, das ist reichlich Zeit. Ist das denn der Vater oder der Opa von den Kindern? Weil die sieht so alt aus. Ja, jeden Wunsch erfüllen können wir. Wir können es zumindest versuchen. Bis jetzt haben wir es noch immer geschafft. Denn wir sind einfach der Wahnsinn. Ein bisschen Selbstlob noch. Oh ja, wir sind richtig gut. Also, wie lautet der Wunsch? Der Mond. Ja, deshalb auch To the Moon wahrscheinlich. Der Mond? Wie der Mond? Der Mond, ja, der Mond. Er möchte zum Mond fliegen. Die alten Knacker werden auch immer abgedrehter. Was? Ja, das würde ich auch so einer Frau sagen, wo, von der gerade, zumindest ihr Arbeitgeber gerade stirbt. Erstmal so ein Dissspruch gegen den alten Mann. Also, ist das möglich? Syria geht da gar nicht drauf. Kommt drauf an. Das Wort, das du suchst, heißt ja. Oh, cooler Spruch wieder. Obwohl die Dialoge schon ziemlich schön geschrieben sind. Warum erzählen Sie uns nicht ein wenig über unseren Kunden hier? Tja, ich weiß eigentlich nicht sehr viel. Johnny ist ein seltsamer Mann. In den 2 Jahren, die ich hier gearbeitet habe, hat er kaum gesprochen. Er hat sein Leben lang als Handwerker gearbeitet und seine Frau ist vor 2 Jahren gestorben. Mehr weiß ich auch nicht. Himmel nochmal, ich hätte mehr erfahren, wenn ich sein verdammter Zeitungsjunge wäre. Sei still, mach einfach deine Arbeit. Nun ja, ich denke, wenn Sie sich im Haus umsehen, könnten Sie noch einiges über ihn erfahren. Kann doch die Frau selber machen, wenn die hier schon so lange arbeitet. Johnny hätte sicher nichts dagegen, er hat sie beide ja beauftragt. Ach so, schon vorher? Gut, dann machen wir mal das. Ja, machen wir mal. Also, wer von uns beiden spielt Detektiv? Ja, komm, der Mann. Ich mach das. Ich habe mal den Sherlock Holmes in der Theater-AG gespielt. Du hast den Watson gespielt. Oh, pa, ist doch das gleiche. So, einfach hier konfigurieren. Sie läuft schon. Blub, blub, blub. Meine Kinder können sie herumführen. Sie sind wahrscheinlich unten im Piano. So, dann würde ich sagen, für den ersten Eindruck reicht das erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Guck jetzt mal, ob das alles geklappt hat. Wenn ja, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.